Besitz in Händen. Ich erteile ihm für die Verwendung des Begriffes Jobberl-Bewirtschaftungsphrase einen Ordnungsruf. Nun ist der Abgeordnete Christoph Matznetter an Bord. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister in neuer Funktion. Ich fange einmal sozusagen bei der Genese an. Erstens einmal eine Klarstellung mit einem Dank auch ausgesprochen. Wir haben sehr sachliche und konstruktive Verhandlungen auch und insbesondere mit Peter Haubner und seinen Leuten geführt. Wir haben einen heute eigentlich akzeptablen Kompromiss heute zustande gebracht, der natürlich, wie immer Kompromisse sind, nicht das Optimum von dem herausholt, was möglich war. Ich darf einmal zurück an die Genese, mit Christian Kern gekommen ist, war eines der ersten Punkte, wir müssen die Gewerbeordnung liberalisieren. Und auf seinen Vorschlag hin hat der damalige Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner einen Ministerratsvortrag im Juli 2016 gebracht, der für die freien Gewerbe, die 440, einen einzelnen Gewerbeschein nur noch vorgesehen, Single License. Wie man dann ins Detail gegangen ist, haben wir eine Reihe von Problemen gesehen. Und ein Teil ist heute schon angesprochen worden der Probleme. Wir haben erstens die Fragestellung, wie ist sichergestellt, dass der richtige Kollektivvertrag zur Anwendung kommt. Und das ist keine Geschichte, die man abtun kann. Denn da geht es ja darum, dass einer, der in einem Bereich tätig ist, auch jenen Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, der für diese Branche vorgesehen ist. Was wir nicht haben wollen, ist, dass sich quasi aussuchen kann, welcher Kollektivvertrag werden gerade der günstigste. Dann brauchen wir nämlich kein Kollektivvertragssystem mehr. Da müssen wir eine Lösung finden. Zweite Frage war, wie löst man das Problem der Ausbildung? Ist sichergestellt, dass wir nachher unsere wirklich tolle duale Ausbildung haben? Auch darauf haben wir sehr viel Wert gelegt. Und dann kommen wir zu den Dingen, wo es dann auseinandergeht. Ich möchte die Leistungen einmal jenes Teils der Regierungsvorlage folgen, die wir haben. Abschaffung aller 19 Teilgewerbe. Damit haben wir natürlich in Wahrheit weniger reglementierte Gewerbe. Sie werden hoffentlich nicht von mir verlangen, dass ich den Huf- und Klauenschmied hier verteidige. Angeblich ist der Tierschutz dafür erforderlich. Wir haben eine Reihe von solchen Problemfeldern. So. Jetzt ergibt sich aber die Chance, mit dem Neustart in der Führung bei der Österreichischen Volkspartei, dass das, was Reinhold Mitterlehner nicht durchsetzen konnte, auch in den eigenen Reihen, wie zum Beispiel die Frage eines einheitlichen Gewerbescheins für alle freien Gewerbe, die Chance sich ergibt, nachdem ja jetzt eine Reihe von Vollmachten Sebastian Kurz erteilt worden sind, dass die beiden miteinander sich einmal verständigen können, was noch möglich ist. Und dass wir gleichzeitig im Sinne dessen, was alle Parteien besprochen haben gestern, versuchen auch unter Einbindung der anderen Fraktionen eine gemeinsame Lösung zu finden. Die brauchen wir auch, weil ein weiteres Herzstück dieser Reform ist der One-Stop-Shop. Für den hätten wir heute keine Zweidrittelmehrheit hier. Und an der Stelle, bevor dann wieder Oppositionsabgeordnete herausgehen und sagen, wie Rot und Schwarz Trau duckt sich vor den Landeshauptleuten, ist nicht bereit einzugreifen gegen deren Willen. Na, der Widerstand gegen einen One-Stop-Shop kommt schon aus einer Reihe von Bundesländern. Und dass wir es heute nicht beschließen können, und ich sage es gleich dazu, hätten wir den One-Stop-Shop, hätte ich dafür votiert, dass wir es jetzt gleich auch abstimmen, ging nicht, weil wir die Zweidrittelmehrheit von keiner der Oppositionsparteien bekommen, um das zu beschließen. Also das ist eine Hausaufgabe als Homework, bis im Juni zu schaffen, dass wir diesen One-Stop-Shop verwirklichen, dass an einer Stelle beantragt wird, dass wir alle guten Dinge, die wir ausgemacht haben, durchziehen können, von der Gebührenbefreiung bei der Anmeldung, von dem Vermeiden der ganzen Pfuschereibetriebe, deswegen der Schubkarrenfahrer polnischer den Gewerbeschein zeigen kann für Schubkarrenfahrerei, dass wir die guten Dinge erhalten und schauen, was möglich ist im Zuge eines Gesprächs zwischen Bundeskanzler Kern und dem Außenminister Kurz und der Einbeziehung von Dr. Marer. Vielleicht schaffen wir es im Juni, so wie wir jetzt einen Altparteien-Rückverweisungsantrag haben, eine Altparteien-Einigung noch vor dem Sommer zustande zu bringen. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Bereich der Liberalisierung der Gewerbeordnung was weiterbringen können. Du musst noch einmal offen diskutieren. Sage nur dazu, wir waren schon relativ weit.
wir hätten es heute auch gemacht, aber die Nichtzustimmung zum One-Stop-Shop war dann der springende Punkt, wieso wir noch Verhandlungen brauchen. Und daher bedanke ich mich auch bei allen Fraktionen für die Unterstützung des Rückweisungsantrags. Danke. Argumentiert Christoph Matznetter von der SPÖ für eine Unterstützung des Rückverweisungsantrages der Gewerbeordnungsreform und hofft darauf, dass diese noch im Juni verwirklichbar sei.